Ja, herzlich willkommen bei Fisch und Krebs. Ich will euch heute die Verwertung einer Fischart zeigen, die früher in der Berufsfischerei und auch in der Angelfischerei als Speisefisch wirklich richtig, richtig bedeutsam war. Hat ein bisschen an Bedeutung verloren, weil sie ein paar Kräten hat. Zeige ich euch aber, was man dagegen machen kann. Und der Fisch, den ich euch zeigen will, ist die Schleie. Ja, da liegt sie, eine der schönsten, finde ich, karpfenartigen aus dem Süßwasser. Das hier ist eine relativ, ja, so eine mittlere Größe ungefähr. Früher habe ich sie sehr, sehr viel geräuchert oder man kennt es auch viel als Schleieblau. Aber dann hat man halt diese Kräten, wenn man sie am Stück macht. Deswegen will ich euch heute einmal das Filetieren zeigen. Bei Schleie und bei Karpfen gibt es einen Trick. Die Schleie ist deshalb ein bisschen in Verruf, genauso wie auch der Karpfen, weil sie manchmal ein bisschen quasi erdig schmeckt. Man kann diesen erdigen Geschmack ein bisschen abmildern. Das ist ein ganz alter Trick, indem man insbesondere diese Bauchinnenseite, also diese Bauchlappen, wenn man so will, mit grobem Salz abreibt. Und durch dieses kräftige Reiben im Salz, das Salz zieht jetzt natürlich aus dieser oberen Schicht die Flüssigkeit alles raus, kann man, ich meine, beweisen kann man es immer nicht, aber wie gesagt, ein uralter Trick, ich denke, da ist auch was dran, kann man diesen Erde- oder diesen schlammigen Geschmack abmildern. Das Ganze lässt man dann ein bisschen einwirken, ist ja auch gut verrieben. Ich spüle das jetzt nochmal ab am Waschbecken und werde dann auch direkt den Fisch schuppen. Ich mache das unter ein bisschen fließendem Wasser, damit die Schuppen auch nicht ganz so viel in der Gegend rumfliegen, wobei es bei der Schleie nicht so schlimm ist, die hat sehr feines Schuppenkleid. Wenn ihr Schleie blau machen wollt, dann muss diese Schleimschicht drauf sein. Für das, was ich machen will, ist die Schleimschicht, hier seht ihr das, besser weg und auch das Schuppenkleid. Das genügt, da sind noch ein paar Schuppen drauf, die ist nicht so gut zu entschuppen. Aber die Schuppen sind auch so klein, bei einer Forelle schuppt man ja auch nicht zum Beispiel, dass das nachher für das Essen auch kein Problem ist. So. Ja, jetzt kommen wir ans eigentliche Filetieren. Die Schleie ist deshalb in der Küche so beliebt, das seht ihr jetzt gleich, weil sie eigentlich ein sehr angenehmes, relativ festes und auch helles Fleisch hat. Zum Filetieren nehme ich den Fisch wieder hier vorne am Kopf. Also ich fixiere den wieder, so wie immer, vorne am Kiemendeckel quasi. Da kann man sehr gut greifen, der Finger ist gut geschützt. Und dann mache ich als erstes hier einen Schnitt vorne im Nackenbereich. Das gleiche auf der Gegenseite, am Kiemendeckel fixieren und einmal so am Nacken quasi runterschneiden. Dann der Standard quasi Filetierschnitt, dieser Rückenschnitt, oben mit dem Messer eintauchen und mit einer möglichst geraden, gleichmäßigen Bewegung bis zum Schwanz hin hinten durchschneiden. Das gleiche nochmal auf der Gegenseite. Ich mache diese beiden Rückenschnitte immer sehr gerne, solange der Fisch noch Form hat. Das kennt ihr ja vielleicht schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt ist es einfacher, diese Seite runter zu filetieren, weil der Fisch noch so eine recht kompakte Form hat und man so an der Rückenflosse dann entlang schneiden kann. Das genügt auch schon. Damit habe ich beide Filetseiten quasi schon angeschnitten. Dann drehe ich den Fisch um. Gutes Maß ist immer hier Afteröffnung, Afterflossenöffnung, so ungefähr auf dieser Höhe. Schneide ich dann von oben quasi dieses erste Seitenfilet schon runter. Also ich tauche so ungefähr bis zur Afteröffnung ein. Ja, da habe ich mich leicht verschnitten, ist auch nicht schlimm. Und schneide schon mal die hintere Filetseite runter. So. Dann tauche ich direkt hier am Rücken ein, das gleiche wieder, haltet euch auf die Kräte sehr fest, drückt das Messer wirklich runter an die Kräte, wenn ihr könnt. Und dann wird das Filet wie immer so an der Kräte abgetrennt und so, man hört es glaube ich so mehr oder weniger so
schabenden Bewegungen. Dann das Abtrennen vorne an der Brustflosse. Taucht ihr mit dem Messer ein, schneidet um die Brustflosse zart drumherum. Und dann ist auch schon die erste Seite runterfiletiert. So. Auch wenn das hier ein bisschen kleinerer Fisch ist, glaube ich, sieht man das gleich sehr gut. Das Ergebnis ist super. Hier haben wir noch die Brustflosse gerade. Die ist bei der Schleie sehr dick. Wenn man hier mal den Brustflossenansatz sieht, dieser Knochen, den will man natürlich auch nicht im Filet haben. Da könnt ihr dann ruhig drumherum schneiden, so wie ich es jetzt auch mache. Das ist eh nur Kräte, also Knochen quasi. Das ist Filet Nummer 1, super schön geworden. Das hier ist reine Haut fast. Das gleiche jetzt auch auf der Gegenseite. Ihr seht auch, so ein kleiner Fisch lässt sich gut filetieren. Ja, ich versuche es so, dass man es in der Kamera sieht. Auch hier wieder aufklappen, die Mittelkräte finden, an der Kräte runterschaben. Ja, ich muss noch einmal den Fisch drehen. Jetzt arbeite ich diese Kräte hier ein bisschen raus. Auf der ersten Seite. Ich glaube, so kann man es sehen, genau. Ich führe das Messer also flach unter der Kräte durch, damit ich dann genauso wie auf der ersten Seite hier wieder eintauchen kann. Höhe Afterflosse und nach hinten das Filet runterschneiden kann. Also das Filet wieder hinten abtrennen bis zum Schwanz. Und dann wird genauso wie auf der Gegenseite hier an der Rippe, quasi an der Mittelkräte, entlang runtergeschabt. Hier vorne ist immer ein bisschen schwierig, achtet mal darauf. Das muss man oft nochmal separat ein bisschen abtrennen. So. Und dann haben wir auch schon das zweite Filet fertig. So. Hier wieder kurz dieser kritische Punkt, Brustflosse. Merkt euch das. Entschuldigung, Bauchflosse bei der Schleie. Die schneiden wir wieder relativ großzügig drumherum. Hier sieht man es. Da ist erstens kein Fleisch, zweitens dieser Riesenknochen. Und so sieht das Ganze dann aus. Genau, hier seht ihr, ist gar nichts mehr drauf. Und obwohl das ja ein recht kleiner Fisch in Anführungsstrichen ist, die dürfte so ja, Mitte 30 nicht ganz haben, sind da schon zwei richtig ordentliche Filets drauf mit Schleien typisch, diesem schönen, weißen, festen Fleisch. Ich reinige die Filets jetzt noch ein bisschen, dass die appetitlicher aussehen. Sowas hier zum Beispiel schneide ich noch weg. Hier unten immer diese an der Afterflosse, diesen kleinen Ansatz. Dieser Fettlappen, ein bisschen diese Kante schön gerade schneiden. Das hier, was auch nur, seht ihr ja, so fett ist, mache ich auch ein bisschen gerade. Bei beiden Filets, das ist diesmal nichts, das ist sehr sauber schon. Dieses Stück Haut hier am After. Genau, und dann hättet ihr prinzipiell jetzt zwei wunderschöne Filets, aber das große Aber bei den Karpfenartigen, da sind noch Y-Kräten drin. Ja, wie gesagt, exzellentes Fleisch. Da sind noch ein paar Y-Kräten drin. Entweder durch den Krätenschneider, das habe ich schon ein paar Mal gezeigt, so will ich es jetzt nicht machen. Oder auch die Variante habe ich schon mal gezeigt. Das Filet wird jetzt geschröpft, das zeige ich euch jetzt. Das heißt, die Kräten werden in einem geringen Abstand durchtrennt. Bei der Schleie geht das sehr gut. Erstens sind die Kräten recht fein. Zweitens ist die Haut sehr, sehr dick. Die ist sehr stabil. Da läuft man also fast gar nicht Gefahr, die Haut zu durchschneiden, und deswegen ist dieses Schröpfen bei dem Fisch auch richtig gut machbar. Das Prinzip ist einfach, ihr nehmt ein Messer, ich mache es sehr gerne mit einem etwas, so wie ihr hier seht, so einem unten abgeflachten Messer, also nicht zu gebogen. Und dann wird hier, man hört auch dieses Knirschen,
sehr fein, in sehr feinem Abstand, so 2 mm sagt man ungefähr, dieses Filet eingeschnitten. Bei jedem dieser Schnitte durchtrenne ich jetzt hörbar diese Y-Gräten. Genau, ihr hört dieses Knacken. Und ich muss sagen, das ist eine ganz neue Erfahrung. Dieser Fisch hat ein exzellentes, festes, weißes Fleisch. Und wenn der so von euch jetzt geschröpft wurde, hier oben braucht ihr nur den Rückenbereich, hier sind ja keine Gräten drin, dann sind diese Gräten nachher, wenn ihr den ganz normal bratet, ich zeige gleich das Endergebnis, und mit Ei zum Beispiel paniert, überhaupt nicht mehr spürbar. Das heißt, man kann plötzlich diesen leckeren Fisch auch mal warm genießen, weil man nicht eine Stunde lang nur Gräten pult. Und das kann ich absolut nur empfehlen. Das ist eine super schöne Art, diese Fische essbar und verwertbar zu machen. Ja, da seht ihr das Endergebnis. Zwei richtig schöne, jetzt zwar nicht grätenfreie, aber grätenfrei essbare Schleienfilets. Schleie, ein super Fisch, um das zu trainieren, auch dieses Schröpfen. Weil die Haut sehr derb, sehr dick ist, läuft man nicht Gefahr, da durchzuschneiden. Die ist also wirklich sehr haltbar und deswegen lässt es sich auch sehr, sehr gut schröpfen. Und so sind die jetzt paniert mit Ei, völlig grätenfrei zu essen. Sieht auch wieder aus wie ein Filet, das ist ganz interessant. Ihr seht das gar nicht mehr, dass das geschröpft worden ist. Und dann ist das ein exzellenter Speisefisch.